Herzlich willkommen zu Smart Remote 2018. Können Sie bitte sich und Ihr Unternehmen kurz vorstellen? Mein Name ist Christoph Winkler. Ich arbeite für die Firma Jenoptik Industrielle Messtechnik. Wir sind in Villingen und Schwenningen angesiedelt und machen, wie der Name es schon sagt, industrielle Messtechnik. Was wird bei Ihnen in Form von Smart Remote Services umgesetzt? Wie ist der Bereich aufgestellt? Ich würde sagen, die Firma Jenoptik generell steckt da noch in den Kinderschuhen. Für mich ist das jetzt ein Thema, um mir einfach mal ein Bild zu machen, was an aktuellen Themen derzeit existiert, wie andere Firmen das umgesetzt haben, ein bisschen Erfahrung auszutauschen. Und ich denke, dafür ist es eine sehr gute Plattform. Wunderbar. Gut, dass wir... Soll ich näher ran oder ist es... Es ist immer mit den... soll ich die Frage nochmal stellen? Sie bin ich immer noch. Okay. Sollen wir die Frage nochmal machen? Ach so. Okay, dann machen wir die dritte Frage. Ich sehe schon, ja. Sie haben die gleichen Herausforderungen. Ja, genau. Smart Remote. Sie haben ja gesagt, das ist eine wunderbare Plattform, um halt auch diese Themen kennenzulernen. Was war denn heute Ihr Highlight, Themen-Highlight? Oh, das ist gar nicht so einfach auf einen Punkt zu bringen. Es gab viele sehr interessante Vorträge, die auch mich persönlich weitergebracht hatten, in dem, wie mein Verständnis für das Thema ist. Sehr viele Praxisbeispiele. Es wäre einfach nicht fair, gegenüber den anderen Firmen zu sagen, jetzt ein Highlight rauszupicken. Ich denke, sie waren alle sehr gut. Ja. Und die Smart Remote wirbt ja auch mit einer... bewirbt sich als Networking-Plattform, aber auch mit einem Multi-Touchpoint-Konzept. Wie finden Sie das Konzept? Sehr interessant. Ist für mich das erste Mal, dass ich so eine Art von Veranstaltung besuche, gerade mit den Networking-Möglichkeiten, die World Cafés, die moderierten Roundtables. Ein sehr guter Ansatz, um da einfach auch mal ein bisschen detaillierter ins Gespräch zu kommen, als auch nur diese Frontalvorträge, wie es vielleicht in anderen Veranstaltungen ist. Sehr gutes Konzept, durchaus ausbaubar, also gerne auch noch mehr davon in der Zukunft. Ich finde es gut, ja. Würden Sie das Event weiterempfehlen? Ja. Können Sie das kurz? Selbstverständlich. Also jeder, der mit diesem Thema irgendwo in Kontakt steht, ob er jetzt eben schon weiter fortgeschritten ist in dieser Thematik oder eben noch ganz am Anfang steht, ist es eine gute Plattform, um sich auszutauschen, gegenseitig mit Kollegen in Kontakt zu kommen, die auch vielleicht aus anderen Branchen, aus anderen Problemstellungen heraus diese Thematik bearbeiten. Von daher absolut weiter zu empfehlen. Vielen Dank, das war's schon. Gerne.